Ja, liebe Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Jam-Session mit Susi, Sissi und Amadeus Rockstein. Ja, wie ihr noch euch vielleicht erinnern könnt, in der letzten Episode ist mir das Spiel abgeschmiert und ja, nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier weitermachen und schauen, dass wir Amadeus zum 5-Sterne-Captain befördern. Das ist ja unser primäres Ziel. Ich schieße das hier mal ab. Gucken wir uns mal ganz kurz Sissi an, die jetzt ganz geflissentlich und gemütlich auf ihr schönes Katzenklo geht. Yeah, Rock'n'Roll. Da macht sie Pipi. Die süße kleine Sissi. Amadeus ist am Pinseln. Was pinselt er denn da so? Er macht wieder sehr skurrile. Ach, das sind das Vögel oder was ist das? Nee. Ich kann es gar nicht erkennen. So, die gute Susi ist noch am Schackern. Die ist kräftig am Vorführen. So ist richtig. Hier haben wir noch ein Bild von Sissi. Das kann Amadeus gleich mal aufhängen. Noch allerdings soll er ein bisschen weiter pinseln. Sissi kommt. Die will jetzt eine Runde kratzen. Genau, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch so eingestellt. Da schaut sie sich ihren schönen Kratzbaum an. Mal gespannt, wann wir den wohl ersetzen müssen. Schrapp, schrapp, schrapp. Einmal strecken und retten. Das ist gesund. Das machen die Katzen so. Hatte ich ja des Öfteren schon erwähnt. So. Amadeus, wir wollen mal ganz kurz bei dir im Starttagebuch gucken. Ja, das ist immer noch gut bei 3/4. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Gut, wir sind noch nicht gedemütigt worden. Das ist sehr gut. Falsche Anschuldigungen hat es auch noch nicht gegeben. Okidoki. Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Karriere, da ist er gut dabei. Er ist ja tourender Musiker. Da könnten wir uns ja gleich, wenn Susi wieder da ist, nochmal irgendwie in die U-Bahn begeben, noch ein bisschen Geld verdienen. Wir könnten allerdings jetzt mal ganz kurz Inventar, Sim anrufen, ein bisschen plaudern. Und zwar will ich mal ganz kurz schauen, wie es freundestechnisch hier aussieht. Ach, die rote Zitrone ist auch mit drin. Okay, so, Aria Trill. Ich wollte ganz kurz noch mal ein bisschen mit... Wo haben wir denn? Mit Matthew Hemmings. Das ist schon ein Freund, sehe ich gerade, oder? Guter Bekannter. Mit dem quatschen wir mal eine Runde, damit wir ein bisschen an unseren Sternpunkten arbeiten. Mal gucken, ob er mit uns quatschen will. Schieberdon. Schieberdon, genau. Tut mir leid, er hat keinen Bock zu plaudern. Okay. So, Sissi, Titan-Sissi, wie ihr gerade wieder gesehen habt, streckt sich, reckt sich, kratzt sich. Amadeus, mein Freund, erstmal hier Outfit wechseln. Wir wollen den Alltags-Amadeus sehen. Wir haben in der letzten Folge auch mitgekriegt, dass dieser Anzug von dem Guten, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auch getragen wird. Oh, es ruckelt und hakt schon wieder. Ihr seid mir hoffentlich nicht böse, wenn ich nach wie vor wieder abspeichere. Das war beim letzten Mal wirklich sehr sinnvoll. Wie gesagt, bisschen später ist das Spiel dann auch wirklich komplett gecrashed. Was will... Okay, Sissi möchte gern aufs Sofa. Amadeus, mein Freund. Schon wieder Handy. Rangehen, okay. Was haben wir? Offizielle Biografie machen wir nicht, weil wie gesagt, das dauert scheißenlange. So, das nehmen wir mal. Das hängen wir auch noch hin. Wo hängen wir das denn am besten mal hin? Zack, wir gucken uns mal ganz kurz hier. Er will weitermalen, das ist richtig. Beziehungsweise nimmt das Bild jetzt gerade. Wo können wir das denn nochmal hinhängen? Okay. Ist ja doch schon ein bisschen größer. Wir hängen das trotzdem mal hier ins Schlafzimmer. Na, kriegen wir es hin? Da. Da hängt es eigentlich. Hallo. Na, komm. Wieso klappt das nicht? Da hängt es eigentlich ganz gut. Okay.
So, dann machen wir die Wände auch wieder runter. Amadeus. Streicheln, okay. So, Susi hat ihr Tagwerk vollbracht. Ein Spiel gegen Lola gewinnen, aha, okay. So, Amadeus. Mein Junge, geh du doch noch mal ein bisschen hier in die U-Bahn ein paar Brötchen verdienen. Denn wir brauchen ja... So, für Trinkgeld spielen. Gatarre, wir brauchen ja noch ein bisschen Asche, ne? Für das neue Spiel, beziehungsweise für die neue Staffel, die dann kommen wird. Was macht Sissi denn jetzt? Okay, sie will die gute Susi begrüßen. Das ist sehr nett von dir, mein Schatz. Zack. Dass die immer schon wissen, dass die kommen, ne? Ja, das sind hellseherische Katzen. Oh, sie geht sogar unten begrüßen, beziehungsweise geht mit runter. Aber Amadeus bimmelt schon wieder das Handy. Okay. Ja, ihr beiden Rocker, dein Vater mal runter. Da ist Susi. Kinder in der Schule unterrichten. Ja, das wird heute nicht funktionieren, dafür ist es zu spät. Gut, morgen muss er auch noch schackern. Mittwoch hat sie frei, Donnerstag, dann machen wir das mit den Kiddies. Was ist das? Sissi auf dem Boden streicheln. Das, die macht erstmal einen Purzelbaum. Zuneigung, streicheln. Ja, Sissi erzählt einen von Bratpfanne. Okay, boxen will sie auch. Shabu, genau. Rock'n'Roll. So, Sissi hat gar keine Wünsche. So, man kann immer nur jagen und bla bla bla. So. Komm, dann soll... Was will sie machen? Jagen. Okay, soll sie jagen. Wobei... Wie sieht es denn arbeitstechnisch eigentlich aus? Leistung wunderbar, Bandmitglieder wunderbar, Gitarre perfekt, Laune super, okay. Beförderung müsste bald wieder drin sitzen. Okay, die Rockerbau zeigt, was sie drauf hat. Komm, nehmen wir mal rein, können wir gleich wieder rausschmeißen. Haben wir denn noch eine Rechnung zu bezahlen? Jo, das machen wir mal. Nachdem Sissi unsere Hand beschnüffelt hat, beschäumen wir mal die Rechnung. Ihr hört Amadeus im Hintergrund brav zocken, während Sissi das hart verdiente, beziehungsweise Susi das hart verdiente Geld wieder raushaut. Muss ja sein. So, haben wir denn Post? Haben wir Post? Guck nach. Susi, bitte nach Post gucken. Hallo? Haben wir? Was haben wir denn da? Okay. Okay, kleines Präsent für die perfektionierte Malfähigkeit von Amadeus. Sissi geht wieder nach Hause, will mit ihrem komischen Federding da spielen. Und Susi, was mit dir? Spaß haben. Okay. Dafür musst du hochfahren. So, Amadeus rockt sich ein. Yeah, Rock'n'Roll. Okay, Susi lacht sich ein. Die hat ja Humor. Da grinst man gelegentlich mal um die Ecke. So, Sissi wartet brav. Okay. So, wir gehen währenddessen einmal wieder kurz Pommes machen. So, was kommt jetzt? Der Laserpointer. Kommt der Laserpointer? Yeah, da ist er. Das beste Essen der Stadt.
Gut, das gibt Star-Punkte. Insofern machen wir das mal. Kann er das jetzt schon machen? Nee, wann kann er das denn machen? Gucken wir mal ganz kurz. Mangiare, Mangiare. Restaurante. Hier essen. Was? Heute Abend geben die heulenden Lamas ein Konzert im Theater. Sollte von Interesse die Kotzbrocken. Okay, die Kotzbrocken. Okay, das machen wir. Gehen wir mal hin. Können wir das jetzt schon machen? Konzert besuchen. Soll er mal machen. Wir kommen da leider nicht mit rein. Okay, hat mal kurz 1259 Steine verdient. Das ist gut. So. Komm mal, Mandius. Guck dir die Lamas an. Die rockenden Lamas oder wie auch immer. Ist natürlich nichts gegen die Kotzbrocken. Wie ihr alle wisst, das ist eine coole Liveband. Wir haben sie gesehen seinerzeit. Ist schon ein bisschen länger her, das letzte Konzert, aber egal, das kommt mit Sicherheit wieder. Müssen wir mal gucken, ob wir in dem neuen Kaff auch eine Band an den Start kriegen, dass wir dann da auch ein bisschen präsentieren können. Wobei ich nicht glaube, dass dieses kleine Landkaff da mehr oder weniger dafür ausgelegt ist, da entsprechend Konzerte und Gigs zu spielen. Gucken, dass wir da ein paar, wenn dann auch ein paar gute Kneipen oder so implementieren. Ich weiß es noch nicht. Guck, die freuen sich alle, dass Amadeus vorbeigekommen ist. Okay. So, dann soll er sein Konzert erstmal besuchen. Was ist mit Susi? Okay, die besucht das Konzert auch. Das ist gut. Ist ja auch ein Kotzbrocken, Susi. Natürlich nicht wörtlich, sondern Bandmitglied der Kotzbrocken. Ja, ihr seht, es rückelt, es wackelt, es schuckelt. Deswegen, meine lieben Freunde, wo es gerade momentan richtig hardcore ruckelt, werde ich mal ganz kurz abspeichern. Kleines Speicherpäuschen. Sofort wieder da. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Wir schließen das Ganze wieder ab. Sissi kratzt sich hier an. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das Licht nicht angeht, wenn die Tiere am Start sind. Aber gut. Tiere sind wahrscheinlich größere Energiesparer als die Sims selber. Okay. Jupp, da reckt sie und streckt sie sich. So ist richtig. So. Yeah. Kann Sissi denn... Ne, da kann sie nur kratzen. Ist immer so geil, ne? Wie kratzen. Okay, das lasse ich besser bleiben. Die guckt so süß, ne? Wenn man sie anklickt. Okay, was kann sie hier machen? Gar nichts. Okay. Ja, sie schrubbert sich noch ein. Okay. Und meine Süße ausgeschrubbert. Da kommt eine Fliege. Und nü? Okay, keine Sau da. Das ist wohl richtig. Ohren kratzen. Was kommt jetzt? Heraufspringen, okay. Gucken wir uns an. In der dunklen Hütte, ja, im Gegensatz zu Katzen, haben wir keine eingebauten Nacht... Ach, fuck. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nur das Licht anmachen. Okay. Weil das ist doch ein bisschen dunkel hier in der Hütte. So, komm hier, alle Lichter, volles Programm. Kann sie hier drauf springen? Gucken wir mal. Geht nicht, weil die Stühle wahrscheinlich davor stehen. Hier steht der Kaffee noch rum. Okay, da kann sie drauf springen. Macht sie? Nee, macht sie nicht. Ist ja auch gut erzogen, die Kleine. So, was kommt nü? Okay, die gucken noch das Konzert. Alright. So, 4-Sterne-General Amadeus. So, jetzt wird doch raufgesprungen. Und Zeitlupe oder nicht Zeitlupe? Zeitlupe. Jump. Der gute Mr. Eddie Van Halen hätte an so einem Jump wahrscheinlich keine Freude. Uns ist es egal, wir sind es nicht anders gewohnt. So, jetzt will sie wieder ein bisschen daddeln.
springt in Zeitlupe runter. Okay. Tippel, tappel, tippel, tappel. Dann gehen wir an den Sandsack. Okay. Es ist inspirierend, tolle Bands zuzuhören und so weiter. Die heulenden Lamas. Die Kotzbrocken haben in diesem Auftritt viele gelernt. Okay, alle kriegen 1150 Star-Punkte. Das reicht. Ja, Freunde! Wir sind 5-Sterne-General geworden! Liebe Leute, das Ziel dieses Spiels ist auf jeden Fall erreicht. Wir gucken ganz kurz mal ins Starttagebuch. Okay, da fehlt noch ein bisschen was, bis er ganz vollständig ist, aber die 5 Sterne, hier seht ihr sie. Sie sind da, sie sind erreicht. Okay, primäres Ziel dieses Spiels ist geschafft. Ich würde sagen, wir haben eine Menge erlebt in diesen fast 100 Staffeln, beziehungsweise fast 100 Folgen, und jetzt ist es endlich erreicht. Durch den Auftritt der heulenden Lamas. Ja, liebe Leute,